Computer findet man an der Uni Mainz zu Genüge. Dieser Rechner, den IBM an die Universität verleiht, hat jedoch nicht viel mit herkömmlichen PCs zu tun. Das 1,20 Meter hohe Gerät ist Teil eines Rechnerclusters und steht im Zentrum für Datenverarbeitung. Man könnte es vergleichen mit 50 bis 100 normalen PCs, wobei 100 eher der Normalwert für auf normale PCs sprechen würde. IBM verleiht den Rechner an die Mainzer Wissenschaftlerin Professorin Dr. Felser. Sie bekommt ihn für ihre hervorragende Arbeit im Bereich Materialwissenschaften. Hier wird die größte Universität des Landes ausgezeichnet, hier wird aber vor allen Dingen eine Person ausgezeichnet, deren Forschungsarbeiten die Preisverleihung erst ermöglicht haben. Also wir haben schon sehr erfolgreiche Materialien designt im Bereich der Spinnelektronik mit IBM zusammen und die Zukunft geht eben in Richtung Solarzellen, erneuerbare Energien. Also der Grund, warum IBM die Zusammenarbeit und die Projekte und die Forschung mit Universität fördert, liegt eigentlich auf der Hand, weil in der Zusammenarbeit erst Innovation entstehen kann. Dafür gibt es eine ganze Reihe von guten Untersuchungen, die das bewahrheiten. Insofern ist es uns wichtig, dass wir in der Zusammenarbeit gemeinsame kritische Themen aufgreifen und die mit der Kraft beider Funktionen dann zu einem Ergebnis führen. Deutsche Hochschulen sind immer noch Weltspitze in vielen Bereichen, so auch Mainz. Und das herauszustellen, hat auch als Leuchtturmprojekt für andere Folgewirkungen. Und ich hoffe, dass viele nachahmen. Wir brauchen möglichst viel Innovation, um höhere Wachstumsphase zu erreichen, mehr Beschäftigung zu halten, neue zu schaffen. Das Schlüsselwort ist dreifach Innovation, Innovation, Innovation. Und hier liegt Mainz sehr gut. Also ein großer Cluster braucht ja auch Kühlung und so weiter und eine Betreuung, deswegen steht er im Rechenzentrum, aber man hat halt direkten Zugang, auch aus dem Labor oder aus dem Büro. Also alle Studenten kommen da dran. Die Arbeitsgruppe von Professorin Felser errechnet die voraussichtlichen Eigenschaften neuer Materialien. Wenn ein Material die benötigten Eigenschaften aufweist, wird es im Labor hergestellt und untersucht. Rund 600 mögliche Materialien wurden auf diese Weise schon mathematisch überprüft. Dank des Hochleistungscomputers von IBM wird die Berechnung der komplizierten Algorithmen in Zukunft noch schneller gehen.